Immer mehr BSW-Politiker wenden sich gegen die Thüringer BSW-Chefin Katja Wolf und ihren Co-Vorsitzenden Steffen Schütz, die das BSW in Thüringen gerade komplett vor die Wand fahren und alle Grundwerte der Partei verraten haben. Die Welt schreibt einen Artikel mit folgender Überschrift: Machtkampf im BSW, Wagenknecht-Lager erhöht Druck auf Thüringer Parteichefin. Wobei Wagenknecht-Lager hier etwas missverständlich ausgedrückt ist, es ist nicht das Wagenknecht-Lager, es ist die gesamte Partei außerhalb von Thüringen, die diesen Kurs von Katja Wolf und Steffen Schütz in Thüringen vollkommen falsch findet. Also ihr könnt in jedem anderen Landesverband schauen, niemand unterstützt den Kurs, den Thüringen da einschlägt. Also nicht mal das ebenfalls super pragmatische BSW in Sachsen oder in Brandenburg, nicht mal die unterstützen das. Also keiner unterstützt das. Also das Thüringen ist wirklich vollkommen isoliert. Katja Wolf und Steffen Schütz sind vollkommen isoliert. Aber sie ziehen ihren Stiefel einfach durch. Naja, schauen wir mal, was Welt in diesem Artikel geschrieben hat. Der Machtkampf im Bündnis Sarah Wagenknecht spitzt sich zu. Immer mehr Parteifunktionäre kritisieren die Formulierungen zu Krieg und Frieden und dem russischen Angriff auf die Ukraine. Oft, die sich die thüringische BSW-Vorsitzende Katja Wolf und ihr Co-Vorsitzender Steffen Schütz in Erfurt mit CDU und SPD geeinigt haben. Ich halte die Friedensvereinbarung im Thüringer Koalitionspapier für keine gute Grundlage, um in Koalitionsverhandlungen zu gehen, sagte Amira Mohamed Ali, Co-Vorsitzende des BSW, dem Spiegel. Wir haben vor der Wahl gesagt, dass wir nur dann in eine Regierung gehen, wenn diese sich klar für mehr Diplomatie und gegen die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland positioniert, stehen auch nach der Wahl dazu. Also Mohamed Ali will einfach nur, dass das Wahlprogramm umgesetzt wird, dass dieses Mindestwahlversprechen des BSW umgesetzt wird. Also ja, das ist schon mal, also Mohamed Ali ist auf Bundesebene ganz wichtig, die ist ja neben Wagenknecht auch noch Vorsitzende des BSW. Das BSW hat sich in Thüringen mit CDU und SPD darauf verständigt, Koalitionsverhandlungen zu führen. Ja, da hat man, wie gesagt, einfach alle wichtigen Forderungen des BSW beiseite geräumt und in die Präambel des Koalitionsvertrages geschrieben, ja, also das BSW will keine Mittelstreckenraketen, will keine Waffenlieferung, CDU und SPD wollen das und die sind für die Westbindung. Ja, also das ist quasi die Festschreibung, dass das BSW sich nicht durchsetzen konnte, aber trotzdem eine andere Meinung hat. Also es ist eigentlich eine Kapitulation des BSW. Also ich glaube, ich brauche das jetzt auch nicht nochmal wiederholen hier im Text. Ich hatte es euch gerade erklärt. Parteigründerin Wagenknecht und ihren Vertrauten gehen diese Formulierung nicht weit genug. Drei Viertel der Menschen in Ostdeutschland lehnten die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland ab, erklärte Amira Mohamed Ali. Wir vertreten diese überwältigende Mehrheit, zur Not gegen Union und SPD, wenn die beiden Parteien ihre Blockadehaltung vor Ort nicht endlich aufgeben. Noch schärfer äußerte sich Fabio De Masi im Europaparlament und Beisitzer im BSW-Parteivorstand zum Vorgehen von Thürings BSW-Chefin Wolf. Das ist keine persönliche Sache, sondern eine Frage der politischen Glaubwürdigkeit. Ich selbst etwa habe Frau Wolf im Wahlkampf gerne unterstützt, aber in Thüringen wurden klare Absprachen nicht eingehalten, so De Masi zum Spiegel. Ja, also das BSW hat es vollkommen öffentlich gesagt, wir unterschreiben nur einen Koalitionsvertrag, wo diese Friedenspräambel drin steht, gegen Mittelstreckenraketen, gegen Waffenlieferungen. Wenn das nicht drin steht, darf man keinen Koalitionsvertrag unterschreiben. Punkt, so einfach ist das. Auch die anderen Ostverbände, die in Verhandlungen steckten, hätten versucht, auf die Thüringer Parteikollegen einzuwirken. Es ist dafür eher für stabile Verhältnisse in Thüringen unabdingbar, an einem Strang zu ziehen. Ich hoffe sehr, dass Katja Wolf der Ernst der Lage klar wird. Das BSW sei angetreten, um die politische Vertrauenskrise in Deutschland zu beenden, nicht nur um in Thüringen ein paar Bratwürste zu grillen, kritisierte De Masi. Ja, auf jeden Fall. Zu De Masis Aussagen werde ich auch noch mein eigenes Video machen, deswegen gehe ich da jetzt noch nicht mehr genauer darauf ein, aber absolut richtig, was De Masi hier sagt. Sherwin Hakschino, stellvertretender BSW-Vorsitzender, sagte dem Magazin, er finde es verwunderlich, dass es bei Katja Wolf in Thüringen offenbar die Bereitschaft gibt, grundsätzliche Positionen des BSW in der Frage von Frieden, Krieg und Abrüstung aufzugeben. BSW-Chefin Sarah Wagenknecht selbst hatte die Einigung aus Erfurt bereits am Montag gerügt. Die Präambel, auf die sich die Verhandler von CDU, SPD und BSW in Thüringen geeinigt haben, bleibt in der wichtigen Frage von Krieg und Frieden leider deutlich hinter dem in Brandenburg findenden guten Kompromiss zurück, sagte Wagenknecht im Spiegel. Es sei ein Fehler, dass man sich in Thüringen nicht an dem in Brandenburg gefundenen Kompromiss orientiert habe. Ja, richtig. Also es ging jetzt vor allem um die Friedenspräambel, aber auch in anderen Bereichen ist dieser ist der Sondierungspapier in Thüringen schon eine einzige Katastrophe. Im Sondierungspapier ist die Schuldenbremse festgeschrieben, das heißt, es wird nicht mehr Geld für Bildung geben, nicht mehr Geld, um Polizisten einzustellen, um den ÖPNV regelmäßiger fahren zu lassen, um eine aktive Industriepolitik zu machen, um eine richtige Konjunkturpolitik im Land zu machen. Also es wird für nichts wird es genug Geld geben. Man will stattdessen 1,3 Milliarden Euro im Jahr einsparen, also ein riesiges Kürzungsprogramm vornehmen, was das exakte Gegenteil dessen ist, was das BSW vor der Wahl versprochen hat. Also ich glaube, kein Wähler, der das BSW gewählt hat, will eine neoliberale Austeritätspolitik haben oder zumindest die wenigsten Wähler.
wollen, dass das Bundesland sich noch mehr zurückzieht, die Infrastruktur noch mehr verrotten lässt. Also das ist sehr gut, dass sich immer mehr Politiker gegen Katja Wolf aussprechen, gegen Steffen Schütz aussprechen, und man kann nur hoffen, dass da Konsequenzen gezogen werden, sollte der Thüringer Landesverband nicht einlenken. Der BSW-Bundesvorstand kann einzelne Landesverbände nämlich auch auflösen, wenn er das will.